So, hallo und willkommen, ich bin's, der Ari, und das ist mein allererstes LP. Ja, warum ich anfangen wollte zu LPen? Ganz einfach, ich habe jetzt endlich mal wieder einen neuen Computer. Mein alter Computer ist aus dem Jahr 1998, kannte weder PCI Express noch irgendwelche anderen Sachen, lief nur mit DDR1 RAM, also mit dem normalen DDR RAM. Jetzt habe ich endlich auch DDR3 und den ganzen anderen Spaß. Das heißt, ich kann mit meinem Computer viel mehr machen, kann auch HD-Videos hochladen und so weiter und so fort. So, was mich dazu noch animiert hat, sind die verschiedensten LPer, wie zum Beispiel Chainsaw Man 16 oder Shadow Sword 1305. Ja, und ich habe mir gedacht, nimmst du mal Dead Space zum Anfang? Ich habe mir gedacht, das hast du noch nicht gespielt. Es ist ein Blind-Projekt, allerdings nicht ganz. Da ich das Spielprinzip kenne, ich weiß im Groben, worum es geht. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, was da alles auf mich zukommt. Ja, würde ich auch einfach sagen, machen wir direkt mal ein neues Spiel. Für alle, die Dead Space nicht kennen, das ist ein Horror-Ego-Shooter. Und im Groben geht es darum, dass ein Rettungstrupp zu einem Raumschiff geschickt wird, zu der Ishimura. Und dieses Rettungsteam soll überprüfen, ob da alles in Ordnung ist, heißt ja nun mal Rettungsteam. Allerdings ist dort auf keinen Fall irgendetwas in Ordnung. Die stürzen ab, während sie versuchen, an das Schiff anzudocken, sind daher dann auf diesem Schiff gefangen. Und können daher erstmal auch überhaupt nichts mehr darauf machen. Deshalb versuchen die noch überlebende Crewmitglieder zu finden. Allerdings werden sie schnell feststellen, wie wir gleich wohl auch sehen werden, dass da nicht mehr viel zu retten ist. Naja, mehr brauche ich in der Weise nicht zu sagen. Außer, dass wir den Isaac spielen. Wir werden es erstmal auf einfach spielen, mal gucken, ich werde vielleicht noch einen zweiten, ganz vielleicht einen dritten Run machen, aber erstmal möchte ich einen einfachen Run ganz einfach machen. Ja, wie gesagt, das wird mein allererstes LP sein, das wird mein Hauptprojekt erstmal sein, und auch wenn ich schon ein paar andere Horrorspiele gespielt habe, wie zum Beispiel Resident Evil 4 oder Resident Evil 5 oder auch mal ein bisschen angespielt, so Silent Hill und sowas alles, hoffe ich, dass mich dieses Spiel trotzdem auf der einen Seite etwas überraschen wird und dass ich auf der anderen Seite nicht vor Schreck aus den Latschen kippe. Naja, ich will hoffen, dass das trotz meines ersten LPs noch gut ankommt. Also ich muss auf jeden Fall noch einiges lernen, bin halt Anfänger, muss noch vieles machen. Aber mal schauen. Jetzt habe ich nicht geguckt, wenn ich angefangen habe. Egal. Werden wir dann einfach gucken. Ich werde dann wahrscheinlich bis zum ersten Speicherpunkt machen. Und das wird dann vielleicht der erste Part werden. Mal schauen. YouTube hat ja genügend Zeit dafür. Genauso wie ich mit dem tollen Ladebildschirm. Und es geht dann auch los. Mit der ersten Cutscene. Also so viel vorweg. Ich kenne nur die ersten 5 Minuten. Werd jetzt nebenbei etwas trinken. Ihr könnt euch das alles jetzt mal schön anschauen. Dead Space. Viel Spaß beim Intro. Ah ja, da. Wir spielen Isaac Clarke, Spezialist für Technik und Schiffssysteme. Und die anderen beiden werden für die Story auch noch ziemlich relevant, habe ich gehört. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels.
Glaubt man den Experten, gibt es auf Iges 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Brücke. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Magnet, sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Sie haben ihr Ziel erreicht. So viel zur Ankunft. Sind alle okay? Was zum Henker haben Sie sich dabei gedacht? Wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. So, wir spielen Isaac Clark, diesen wunderbaren Ingenieur, dessen Gesicht man gerade gesehen hat. Und wir sind ein Ingenieur. Wir haben einen wunderbaren Strampelanzug. Das da hinten an unserem Rückgrat sind unsere Lebenspunkte, unsere Lebensleiste. Passend zu unserem Sichtvisier, also zu unserem Visier vorne. Ja, und wie gerade auch schon erklärt wurde, sind wir gerade zu der Ishimura gefahren. Da draußen steht es nochmal. Ach, ich gehe einfach schon mal raus. Okay. Also, wir können rumrennen. Wir können Sachen aufnehmen mit E. Und wie gesagt, wir sind hier gerade reingekracht. Wobei wir eigentlich ein Rettungstrupp sein sollten. Wonach diese Landung allerdings nicht wirklich danach aussieht. Sie haben die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Hier nochmal schönes Frontalbild. Also super eingepackt in der Weise. Wenn irgendwelche anderen NPCs reden, werde ich versuchen, weitestgehend nicht zu reden. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie da rüber und hacken Sie die Türsteuerung. Wie zum Beispiel gerade, damit ihr halt möglichst viel von der Storyline mitbekommt. Steuerung, ja. Werde ich auch noch alles kennenlernen. Ich kenne nur die ersten 5 Minuten, quasi. Und wir schauen jetzt mal, was auf uns zukommt. Niemand da. Das ist wie gesagt auch schon das, was ich kenne. Und hier, naja, müssen wir erstmal etwas warten. Beziehungsweise ich nicht. Sieht aus, als wären Sie ziemlich in Eile gewesen.
Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was ich machen kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Leiten Sie die verdammte Energie um! Hören Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. So. Ja, Einsatzziel. Ja, geh weg. Danke. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz am Anfang wird ein bisschen viel gelabert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Komm schon, ja! Und jetzt müssen wir laufen. Das gehört zu den ersten 5 Minuten, wie gesagt. Und wir müssen jetzt erstmal verschwinden. Wie gerade schon gesagt wurde, erstmal weglaufen. Und Tür zu machen. Das gehört zu den ersten 5 Minuten, wie gesagt. Genau wie dieser wunderbare Schocker am Anfang. Vielleicht muss ich später nochmal gucken, wie das aussieht mit den Lautstärken, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich hoffe, ihr könnt auch das Spiel weitestgehend genug hören. So. Ungefähr bis hier kenne ich das. Ein bisschen weiter.